sieht das gut aus. Was? Ja, mal gucken, ob das mit dem Finger funktioniert. So, wie war nochmal der Login? Zweites, super. Heißt das? Geht. Ja, fangen wir sofort an. Guten Morgen. Schön, dass so früh so viele Leute zu unserem Vortrag kommen. Wir werden jetzt was erzählen zum Thema Webtracking und der Wirksamkeit von Gegenmaßnahmen. Zuallererst möchte ich mich bedanken bei Bernhard, der freundlich unterstützt hat, alles sehr kritisch Korrektur gelesen hat. Und dann noch bei Alex, ist er zufällig hier? Der hat mir nämlich auch noch ein paar Korrekturen geschickt. Na, da muss ich mich per E-Mail bedanken. Und vorab, meine Folien sind unübersichtlich, es steht zu viel Text drauf und das kann man alles schöner machen, weiß ich, ist mir aber egal. Gut, wenn noch jemand Fragen hat, hier sind unsere Fingerprints verlinkt auf den Keyservern, da steht unsere Mailadresse bei. Und die ganzen Folien habe ich auch heute Morgen noch auf die Seite von der Kryptoparty raufgeladen, kryptoparty.at/graz:infomaterial, da kann man sich das alles runterladen und dann zur Not auch selber ausprobieren. Gut, Struktur, wir hier gleich vortragen werden, erstmal kommerzielle Überwachung, also Webtracking und negative Folgen davon, mögliche Gegenmaßnahmen, was so zurzeit verfügbar ist. Also alles bezogen auf die Situation, ich habe einen Computer und habe irgendeinen Browser dabei. In meinem Fall der Browser Firefox. Das ist der einzige ernstzunehmende Open-Source-Browser. Dritter Punkt, wir messen die Wirksamkeit der Gegenmaßnahmen. Das kann man nämlich hübscherweise alles durchmessen. Und am Ende wird dann bewertet, was wie gut wogegen hilft. Zuerst die Frage, warum wird die kommerzielle Überwachung gemacht? Vielleicht um kurz mal einmal was zu klären, das Webtracking oder zielgerichtete Werbung, das ist meiner Meinung nach der Euphemismus des Jahrzehnts. Es geht einfach um kommerzielle Überwachung. Es wird alles komplett gespeichert, was man im Internet treibt. Und das kann ich auch alles belegen, wie man gleich sehen wird. Es geht dabei hauptsächlich um Geld und darum, die Nutzer kennenzulernen. Alle wollen uns kennenlernen und wollen wissen, wer wir sind und was wir machen.
Und mit diesen ganzen gesammelten Daten werden detaillierte Profile der einzelnen Nutzerinnen und Nutzer erstellt. Da steht unter anderem drin, das ist nur ein kleiner Auszug, Beruf, Alter, ganz wichtig ist die Kaufkraft, weil die wollen uns ja Sachen verkaufen, beziehungsweise Werbung für irgendwelche Sachen einblenden. Unsere Hobbys, politische Einstellung, es sind ein paar Damen hier, Schwangerschaft wird auch erfasst, weil schwangere Frauen brauchen viele Sachen, habe ich mir sagen lassen. Und gerade wenn dann halt das Kind geboren wurde, steigt dann der Umsatz nochmal deutlich an, weil man braucht Windeln, Babyklamotten, Nahrung, das ganze Zeug. Also schwangere Frauen sind ein echt guter Umsatzbringer aus wirtschaftlicher Sicht. Und ich kann sagen, es ist wirklich sehr schwierig, eine Schwangerschaft vor der kommerziellen Überwachung zu verstecken. Das geht bei Kreditkartenabrechnungen los, fängt mit den Google-Suchanfragen weiter. Und die Produkte, die man auf Amazon anklickt, das geht auch alles in dieses Produkt. Viel ein, und wenn sich halt eine Frau dann irgendwann anfängt für Babykleidung zu interessieren, ist dann den Überwachungsmaschinen klar, worum es geht. Es steht da drin die sexuelle Orientierung, wo man hin gerne in Urlaub fährt, alles Mögliche. Gut, das wird alles gemacht und diese Personenprofile, die werden wie Aktien gehandelt. Also jeder von uns hier hat so ein Profil, unser digitaler Zwilling, und der wird verkauft wie eine Aktie. Dafür gibt es eigene Handelsplätze und natürlich die Personenprofile von Leuten mit hoher Kaufkraft, die sind natürlich sehr attraktiv. Vor allem, wenn viele Merkmale drinstehen, wofür man da Werbung machen kann. Und was, glaube ich, klar ist, man erreicht mit zielgerichteter Werbung eine höhere Konversionsrate. Die Konversionsrate ist das Verhältnis von getätigtem Kaufabschluss zu eingeblendeter Werbung. Ich meine, das kann man sich auch, glaube ich, vorstellen. Wenn man Werbung für Produkte oder Dienstleistungen eingeblendet bekommt, die im eigenen Interessengebiet liegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Leute das dann auch kaufen. Um vielleicht ein Beispiel zu nennen, wir haben einen französischen Snowboard-Hersteller. Keine Ahnung, ich kann noch nicht mal Skifahren, also es ist rein fiktiv. Und der hat so ein neues Super-Snowboard, das ist irgendwie aus Carbon mit Stahlkanten und man fährt ganz schnell und wird schöner und intelligenter dadurch. Und der möchte das jetzt in Österreich auf den Markt bringen. Was dann der Snowboard-Hersteller macht? Der geht zu einer Werbeagentur und sagt, such mir bitte 5.000 österreichische Kunden drauf, die brauchen eine hohe Kaufkraft, weil mein Snowboard ist teuer und sie müssen aktive Wintersportler sein und mindestens ein- bis zweimal im Jahr in Winterurlaub fahren und wenn möglich sollten sie auch Snowboard fahren können. Also ich will Snowboard fahren, man kann keine Skifahrer. Und dann lassen die halt einfach ihre Suchmaschine über die Filter laufen und filtern dann die 5.000 Leute, die Snowboard fahren, auf Winterurlaub fahren und eine hohe Kaufkraft haben, rauf. Das wird dann wahrscheinlich sogar dann noch nach Kaufkraft gerankt, also die reichsten Leute oder die mit der höchsten Kaufwahrscheinlichkeit stehen oben in der Liste. Jo, und im nächsten Schritt wird genau denen dann, wenn sie nichts ahnen, durchs Internet surfen, Zeitung lesen oder auf das Netzportal vom Mail-Provider gehen, wird dann zufälligerweise Werbung für Snowboards eingeblendet von unserem französischen Hersteller. Und dieser Link verweist dann typischerweise auf einen Online-Shop, wo man das beworbene Produkt dann kaufen kann. Also dieses Szenario, das gilt für alles, was man im Internet kaufen kann, also sehr, sehr viel. Nicht nur Snowboards, alle Produkte, Lebensmittel, Dienstleistungen werden auf diese Art und Weise beworben. Naja, und dann wird halt anhand des Trackings gemessen, ob die Nutzer, denen die Werbung eingeblendet wurden, ob die dann tatsächlich auf den Online-Shop gehen und sich da anklicken. Dann wird durchgemessen, okay, gucken Sie sich wirklich das Snowboard an? Wenn ja, welche Größe und welche Farbe gucken Sie sich an und so weiter und so fort. Und der Online-Shop kooperiert mit den Datenhändlern und reicht die Information weiter. Okay, hat jetzt der Nutzer mit dem Cookie oder dem Fingerprint auch wirklich mein Snowboard gekauft? Oder das beworbene Snowboard gekauft? Diese Information wird an die Werbeagentur weitergegeben, an den Hersteller. Und die Werbeagenturen werden anteilig nach erzieltem Umsatz gezahlt. Man kann halt auch dann noch wirklich messen, anhand der Konversionsrate, wie wirksam jetzt die eingeblendete Werbung war. Und ja. Also die Werbeagenturen sind auch da motiviert, gute Arbeit zu machen und hübsche Ads einzublenden. So funktioniert das Geschäft. Das ist ein eigener Fachbegriff, Conversion Tracking. Die ganzen blauen Schriftzeichen, da sind alles Links, da kann man sich dann weiter einlesen. Und das nächste Bild zeigt hier mal den ganzen Zoo von den Datenhändlern, der in den letzten 15 Jahren entstanden ist. Hier, der eine oder andere hat vielleicht schon mal Axiom gehört. Das ist, ich glaube, weltweit der größte Datenhändler. Also die wissen sehr, sehr viel über uns. Aber es ist nur einer von ganz vielen. Das sind die Lumascapes. Ich glaube, kann man den unteren Rand, genau, jetzt kann man auch alles sehen.
Was uns jetzt auf technischer Ebene interessiert, das sind die Technikfirmen, die die Überwachungsmaßnahmen für die Browser anbieten. Die sieht man hier einmal links unten. Hier steht dann Ad Servers Retargeting. Das ist das, was ich meine, dass man retarget wird. Wenn man von dem Ad auf den Online-Shop klickt, dann wird das gespeichert. Und wenn man dann nicht sofort kauft, sondern erst eine Woche später das Snowboard anguckt und vielleicht kauft, dann wird auch das gespeichert. Das nennt sich dann Retargeting. Interessanterweise haben die auch schon Privacy-Dienstleister, das finde ich lustig. Gut, also das ist die Datenerfassung, Durchmessen der Internetnutzer. Und dann wird das von Agentur zu Agentur hin und her gehandelt, die Personenprofile werden erstellt und abgefragt. Und hier rechts, wenn es dann darum geht, die zielgerichtete Werbung einzublenden, kommen wieder die Überwachungsfirmen, weil die müssen die Leute ja wiedererkennen und die entsprechenden Ads einblenden. So, da kommt die ganze Werbung hier. Und jetzt kann man sagen, ja, ist ja super, ich bekomme nur noch Werbung, die mich interessiert. Tolle Sache, das ist leider nicht so. Beziehungsweise, es hat auch negative Folgen oder Folgen, die vielleicht noch nicht so bekannt sind. Das Ganze bringt nämlich auch massive Probleme mit sich. Grundsätzlich wird hier jeder profiliert und gescored. Es gibt Scores für alles Mögliche. Es gibt einen Score, wie hoch ist die Kaufkraft, wie hoch ist die Kaufwahrscheinlichkeit, wie spricht er auf Ads an, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, den nächsten Terroranschlag zu begehen. Da hat auch jeder von uns einen Score, allerdings nicht bei den kommerziellen, sondern bei den staatlichen Überwachern. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für alles Mögliche? Und anhand dieser Scoring-Werte werden dann auf der Gegenseite Entscheidungen getroffen. Bei kommerzieller Überwachung nur, welche Werbung wird uns eingeblendet, bei staatlicher Überwachung, wessen Smartphone wird geknackt oder welchen Computer wird eingebrochen, um sich die Person mal genauer anzuschauen. Das ist die Basis von dem Scoring. Dann die Anonymisierung findet ebenfalls regelmäßig statt. Und die ganzen Überwachungsfirmen, die sagen uns ja immer, ja, Privacy ist uns ganz wichtig und das ist alles anonymisiert und ihr Datenschutz liegt uns am Herzen. Das ist alles totaler Quatsch, das stimmt einfach nicht. Man kann nämlich, wenn man zum Beispiel man hat eine Liste mit Geburtsjahr und eine zweite Liste mit Geburtsjahr und Ort und eine dritte Liste mit Ort und Hobbys und sowas und dann werden, das ist ja angeblich alles anonym, weil man immer nur kleine Fitzel von Informationen hat, aber dann werden einfach die Listen abgeglichen. Ich meine, das mache ich mit Messdaten im Beruf dauernd. Ich bin auch von Beruf Maschinenbauingenieur und finde das Thema nur interessant. Aber wenn man halt mit Daten arbeitet, dann weiß man, wie einfach es ist, Korrelationen zu ermitteln und zumindest die Wahrscheinlichkeit stark zu erhöhen, eine Person gezielt zu identifizieren. Das wird vollautomatisch gemacht. Mit diesen Personenprofilen wird gehandelt und wo jetzt die unangenehmen Nebenfolgen auftreten der Überwachung, sind zum Beispiel maßgeschneiderte Versicherungsbeiträge. Ich glaube, das ist einsichtig, wenn zum Beispiel jemand sich für Basejumping interessiert und Basejumping oder irgendeine wilde Kampfsportart ständig im Internet nachguckt und wenn das dann in seinem Personenprofil drin steht, interessiert sich für, keine Ahnung was, Bare Knuckle Fight, tralala, dann wird die Versicherung sagen, oh, das ist ein potenzieller Risikokunde, wir erhöhen den Versicherungsbeitrag. Das Gleiche gilt für die Banken, maßgeschneiderte Kreditzinsen. Wenn jetzt jemand, aus welchem Grund auch immer, regelmäßig Online-Wettbüros oder Online-Casinos besucht, dann steht auch das im Personenprofil drin und da sind die Banken scharf drauf, dann zahlt man halt beim nächsten Kredit mehr Zinsen, weil man ja ein Risikokunde ist. Die Arbeitgeber, das Background-Screening von Bewerbung ist mittlerweile Standard. Also wenn man sich irgendwo bewirbt, das hat mir mein Chef mal gesagt, dann gibt es erstmal eine detaillierte Google-Recherche. Was ist denn das für einer? Was hat der in seinen Online-Medien stehen? Wann postet der bei Twitter? Das heißt, geht der regelmäßig schlafen oder nicht? Und es gibt auch schon Screening-Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben, auch die großen Datenhändler anzuzapfen und halt möglichst viel über den Kandidaten rauszufinden. Naja, und wenn man dann irgendwas macht, weil man Gewerkschaftsmitglied ist oder was weiß ich, dann wird man zum Bewerbungsgespräch erst gar nicht eingeladen. Man kriegt davon auch überhaupt nichts mit, das funktioniert alles im Hintergrund. Differenzbepreisung wissen die meisten, glaube ich, auch. Es gibt da so ein ganz bekanntes Beispiel, dass bei irgendeinem Online-Hotelportal, da wurden dann die Mac-Nutzer erkannt und denen wurden höhere Preise eingeblendet als den Windows-Nutzern, weil halt bekannt ist, dass Mac-Nutzer im Allgemeinen mehr Geld haben und halt höhere Preise bereit sind zu zahlen. Und das findet alles schon statt. Und natürlich, politische Parteien sind auch sehr, sehr interessiert daran, möglichst viel über die Nutzer zu erfahren. Und in den USA ist es schon so, dass mit den ganzen Smart-TVs, wenn dann
zum Beispiel zwei Nachbarn das gleiche Programm gucken, dann bekommen die in der Werbesendung unterschiedliche Spots eingeblendet. Der Republikaner bekommt dann Werbung für Maschinengewehre, der Demokrat oder so bekommt Werbung für ein multikulturelles Zusammenleben oder was auch immer. Also die sind schon sehr weit. Gut, das sind die ganzen unangenehmen Nebenfolgen vom Datenhandel. Und das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, das ist alles dokumentiert. Das ist einfach nur eine Liste von Sekundärliteratur. Ich würde empfehlen, sich ein paar Sachen mal anzugucken. Das ist echt spannend. Was ein bisschen ironisch ist, es gibt jetzt seit neuestem die Infoseite Do Not Track. Da hat der Wolfi Christel mitgearbeitet, den kennt vielleicht der eine oder andere. Der hat hier die Studie kommerzielle digitale Überwachung gemacht. Die haben eine Infoseite zu Internet-Tracking. Was ich sehr lustig finde, die haben ein Drittpartei-JavaScript von Google Analytics auf der Seite eingebunden. Was das mit Drittpartei-Fingerprintern ist und so, da komme ich gleich noch zu. Gut. Und im nächsten Schritt habe ich dann mal ermittelt, wie ist denn der aktuelle Stand der Überwachung? Ist es schlecht? Wie könnte man sowas machen? Es gibt von Alexa, der Internetfirma, gibt es ein Internet-Ranking. Die machen die Listen für jedes Land auf, welche sind die beliebtesten Internetseiten. Ich habe das für Österreich angeschaut und was jetzt wichtig ist, mich interessieren ja nur die Seiten, wo Drittpartei-Werbefirmen eingebunden sind. Das heißt, aus der Liste muss man dann die großen Seiten wie Amazon, Google oder Yahoo und so weiter muss man rauswerfen, weil die sind selber Tracking-Firmen und die haben kein Interesse daran, andere Drittpartei-Überwachungsfirmen auf der eigenen Seite zuzulassen. Das heißt, die sind alle rausgeflogen, weil die halt selber überwachen und dann bleiben übrig ORF.at, Wikipedia, bla bla bla. Es sind drei Pornoseiten unter den Top 20. Also ich habe im Dienste des Erkenntnisgewinns Pornos geguckt. Was interessant ist, die Liste ist von Dienstag. Ich habe das gleiche Ranking am Sonntag schon mal gemacht. Und von Sonntag auf Dienstag sind die Pornoseiten im Ranking weiter hochgerutscht. Ich nehme an, weil das Wochenende vorbei war. Gut, also man surft einfach auf diese 20 Seiten. Man klickt die von oben nach unten runter. Einfach nur klicken, bis die Seite dargestellt wird. Was passiert dann? Zuerst, man startet, also das ist jetzt ein neuer Firefox-Browser, direkt nach der Installation. Man startet den Browser, guckt in den Cookie-Ordner und hat sofort einen Drittpartei-Cookie von Google da drin. Weiß hier jeder, was Cookies sind? Oder ist hier jemand da, der nicht weiß, was Cookies sind? Gut, dann versuche ich das kurz zu erklären. Cookies sind kleine Textdateien, die vom Server, also das ist der Computer, wo die Seite liegt, die du besuchst, auf deinem Computer gespeichert werden. Da steht eine individuelle Kennung drin, zum Beispiel das hier. Das ist irgendwo da, ist für dich eine ID drin in dem Zeichensalat. Das ist jetzt ein sogenanntes Drittpartei-Cookie, weil ich habe noch nicht mal was gemacht, aber mir wurde ein Cookie gespeichert. Und das Funktionsprinzip der Cookies ist jetzt, ich bin auf aktuelle Seite AT und Seite 1 AT, Seite 2.net, Seite 3.de, Seite 5.com, die speichern mir alle Cookies und können aufgrund der Standardeinstellung von Firefox diese Cookies auch lesen. Jetzt gehe ich von aktuelle Seite AT auf nächste Seite DE und da sind wieder die ganzen Drittparteien, die aber immer noch auf ihre Cookies zurückgreifen können, die sie auf der ersten Seite schon gesetzt haben. Und das machen die auf ganz vielen Seiten. Und deshalb können halt die Drittparteien nur über das Setzen und wieder Auslesen von Cookies dein komplettes Surf-Profil über Jahre verfolgen, nur mit Cookies. Cookies sind nur eine Möglichkeit, das ist jetzt wichtig. Soweit klar geworden, was Cookies sind? Schön. Gut. Ich nenne das 300 Millionen Dollar Cookie, weil Google hat von 2012 bis 2014, der Pointer geht nicht mehr, wurscht, haben die Mozilla 300 Millionen Dollar im Jahr gezahlt, nur dafür die Standard-Suchmaschine zu sein. Dann dürfen sie ihr Cookie setzen, das woanders als Drittpartei-Cookie gilt, und sie bekommen alle Suchanfragen von den Nutzern, die die Suchmaschine nicht ändern. Das hat sich jetzt seit 2015 geändert. In den USA ist die Standard-Suchmaschine Yahoo, in China Baidu, in Russland Yandex, der Rest ist immer noch Google. Also auch für uns. Gut. Und jetzt einmal klar gesagt, Mozilla ist trotzdem unser Freund, obwohl sie Geld von Google nehmen, denn die machen den einzigen ernstzunehmenden Open-Source-Browser, Chrome selber, der ist teilweise Closed-Source und von Windows Explorer und Opera, da braucht man eigentlich gar nicht reden. Nur Mozilla braucht irgendwo Geld her, um die Programmierer und Entwickler zu bezahlen. Und weil halt die ganzen Nutzer sich daran gewöhnt haben, Programme, also in dem Fall ein Browser oder andere Dienstprogramme, kostenlos sich runterzuladen, müssen ja irgendwie die Programmierer gezahlt werden und dadurch hat sich dieser ganze Werbemarkt entwickelt.
Wenn man was dagegen unternehmen möchte, könnte man zum Beispiel Merchandising-Artikel von Mozilla kaufen, so schöne T-Shirts, oder man kann ihnen einfach so Geld spenden. Das würde zumindest die Finanznot der großen Programmiererfirmen etwas lindern. Gut. So, ich habe meine 20 Seiten durchgesurft. Das ist ein Blick in den Cookie-Ordner und ja, der ist voll. Das sind über 180 Cookies, die gesammelt wurden. Und hier steht schon im Namen drin, das kommt von Adform, das ist eine Tracking-Firma. Es gibt nicht nur Cookies, es gibt auch Cache-Elemente. Im Cache, das ist ein Speicherplatz auf der Festplatte, der ist ursprünglich dafür gedacht, um Elemente von Seiten, große Elemente von Seiten, lokal zwischenzuspeichern. Weil damals, als man noch langsames Internet hatte und zum Beispiel eine Nachrichtenseite mit vielen Bildern ansurft, wurden die Bilder auf meiner Platte gespeichert. Und wenn ich die Nachrichtenseite 2 Stunden später wieder ansurfe, müssen die Bilder nicht neu geladen werden. Nur heute beim schnellen Internet braucht man das überhaupt nicht mehr. Aber man kann auch kleine, unsichtbare Bilder auf der Festplatte speichern. Das sind sogenannte Tracking-Pixel. Das ist jetzt einfach ein kleines Add-on, um den Cache anzugucken. Und das ist jetzt so ein Tracking-Pixel von Google Analytics. Das Ding ist 35 Byte groß, das ist die Größe in Byte und es ist eine GIF-Datei, das ist eine Grafikdatei. Und normalerweise würde hier oben links würde das Bild stehen, das man da sehen würde, wenn es denn ein Bild wäre. Nur das ist halt so klein und außerdem unsichtbar, das soll man auch gar nicht sehen. Der einzige Nutzen von dieser Bilddatei ist, das ist von der Seite pornhub.com, dass googleanalytics.com, von denen kommt dieses Tracking-Pixel, denen wurde gemeldet, aha, da war jemand auf pornhub.com und dieser jemand hat 24-Bit-Farbtiefe auf seinem Computer und eine Bildschirmauflösung von 1280x800 und eine sichtbare Bildschirmgröße von 1250x579. Das ist mein Laptop, der hier vorne steht. Und den Rest von der URL, den habe ich mal zensiert, der ist nicht mehr jugendfrei. Ja, und jetzt kann man sich fragen, warum möchte Google wissen, wann wir auf welcher Seite sind, zum Beispiel solchen Seiten. Zum einen wird dann dem Seitenbetreiber, in dem Fall pornhub.com, gemeldet. Da war jemand und hat eure Seite angeguckt und dieser jemand hatte diese Bildschirmauflösung. Das brauchen die, um ihr grafisches Angebot auf die Computer zu optimieren. Andererseits weiß jetzt auch Google, aha, irgendjemand mit der Bildschirmauflösung war da unterwegs. Und jetzt ist wieder das gleiche Spiel. Ich gehe in dem Fall von pornhub.com auf der Standard.at. Da ist dann unter Umständen wieder Google Analytics unterwegs oder auf irgendeine andere Seite. Und dann wird wieder versucht, so ein Tracking-Pixel zu setzen. Aber geht halt nicht, weil das ist ja schon da. Wo? Das ist der Trick mit den Pixels. Und das war jetzt das Speichern von lokalen Markern. Also Tracking-Pixel und Cookies. Und das ist jetzt Lightbeam, das ist so ein Add-on von Mozilla. Die stellen einfach dar, welche Drittparteien uns überwachen. Und das sieht man hier sehr schön. Ich war auf 20 Seiten. Das sind hier die runden, großen in der Mitte. Das ist, glaube ich, der Herold. Und die ganzen kleinen Dreiecke, das sind die Überwachungsfirmen, die von links und rechts und oben und unten mir Marker auf dem Computer speichern, im Cookie-Ordner oder im Cache. Und wenn man das nicht regelmäßig löscht, das geht dann über Jahre so weiter. Also gestern hat ein Arbeitskollege mal seinen Cache nachgeguckt und da waren 350 Megabyte gespeichert. Jetzt die Tracking-Pixel haben wir nicht durchgezählt, das waren sehr viele. Und ich habe halt auf den 20 Seiten 115 Drittparteien besucht. Also das steht hier oben. Also im Schnitt 115 verschiedene Drittparteien. Also im Schnitt pro Seite über 5 Drittparteien. Interessanterweise hier oben links, das W, das ist Wikipedia, da wurde nur Wikimedia eingebunden, damit man Bilder angucken kann, ansonsten lassen die einen in Ruhe, die überwachen nicht. So, es gibt jetzt nicht nur das lokale Speichern von Markern auf meinem Computer, das ist das clientseitige Tracking, also wo was auf meinem Computer gespeichert wird, es gibt auch das serverseitige Tracking. Wer hat schon mal was vom Browser-Fingerprint gehört? Viele, das ist schön. So, Browser-Fingerprinting basiert darauf, wenn ich mir mit meinem Computer eine Seite angucke, dann ist es nicht nur so, dass Bilder und Schrift vom Server zu meinem Client fließt, sondern ganz viele technische Daten von meinem Laptop an den Server geschickt werden. Da stehen technische Details zum Browser, zu Programmen, zum Betriebssystem und zum Computer selber drin. Das passiert einmal passiv über das HTTP-Protokoll und besonders in verstärktem Maße aktiv mit aktiviertem JavaScript.
JavaScript ist bitte nicht zu verwechseln mit Java. JavaScript, das ist eine Scripting-Sprache, was dieses ganze Interaktive auf Webseiten macht. Also wenn man mit dem Mauszeiger wo drüber fährt und so ein Kalender poppt auf oder man kann Drag and Drop im Browser machen oder ich starte Flash-Videos, das ist alles JavaScript. Das macht das Ganze angenehm, hübsch und benutzerfreundlich. Nur gleichzeitig werden im Hintergrund ganz enorm viele technische Daten an die Server gesendet. Und der Sinn, die Idee vom Fingerprint ist jetzt, man hat eine Kombination aus vielen einzelnen Daten und die Wahrscheinlichkeit, dass es einen zweiten Nutzer gibt, der genau die gleiche Kombination, also die exakt gleiche Kombination aus technischen Daten rausschickt, die ist halt sehr niedrig. Und ich führe das jetzt einfach mal an einem Beispiel vor, dann versteht man es, glaube ich, am besten. Es gibt hier die Seite MI Unique, das ist ein europäisches Projekt. Der liest jetzt meinen Fingerprint aus, JavaScript ist aktiviert. So, und jetzt sieht man hier, glaube ich, schon sehr schön das Prinzip. Die Hälfte der Browser, die diese Seite besucht haben, waren Firefox. Davon waren schon mal nur 2% Firefox 37. Über die Hälfte hatte Windows als Betriebssystem. Das ist jetzt in dem Fall falsch, weil ich habe gestern eine Einstellung geändert. Also in Wirklichkeit läuft hier Linux und dann ist, die, ist der Anteil kleiner. 40%, ja, jetzt steht hier wieder Windows 7. Also es ist in Wirklichkeit ein Linux-Rechner. Es wurde Englisch als Sprache gesetzt. 6% hatten die Zeitzone mitteleuropäische Sommerzeit. Und jetzt kann man sich hier nochmal Details angucken. So, das ist der User Agent, hat diese wahrscheinlich, hatte diesen Anteil an der Besucherzahl. 60% hatten diese technische Eigenschaft gesendet. Das Prinzip ist einfach, wenn man jetzt alle diese, oder wenn man nur 10 von diesen Eigenschaften kombiniert, dann gibt es halt nur einen Computer, der diese Kombination hat und das bin ich. So werden die Nutzer wiedererkannt und ist jetzt jedem grob das Prinzip von dem Fingerprinting klar geworden? Ja? Oder hat jemand noch Fragen dazu? Ja, ich muss schneller machen, alles klar. So, das Ganze wird angewendet. Hier sieht man, man ist auf der Seite willhaben.at und diese ganze Liste von anderen Domains möchte JavaScript ausführen, unter anderem facebook.com und facebook.net und Google Syndication und so weiter. Die wollen mir keine hübschen Kalenderchen einblenden, die wollen über JavaScript meinen Fingerprint auslesen. Und ich habe jetzt hier aus vertrauenswürdiger Quelle, es gibt den Hersteller AdSpirit, der verkauft Fingerprinting-Dienstleistungen und der liest aus die IP, den Browser, das Betriebssystem, die Zeitzone, die Bildschirmauflösung, die Farbtiefe, den Typ des Prozessors, den Do-Not-Track-Header und die Spracheinstellungen. Und das ist nur eine kleine Liste von dem, was möglich ist, auszulesen. Gut, es gibt noch mehr Tracking-Technologien, browserbasierte, Flash-Cookies. Da wird einfach über den Flash-Player wird ein Marker gesetzt. Es gibt Canvas-Fingerprinting, das wird mit JavaScript aktiviert. Da wird die Eigenschaft der Grafikkarte ausgelesen. Jede Grafikkarte hat andere Einstellungen, um Bilder aufzubauen. Das wird mit einem Canvas-Fingerprinting ausgelesen. Man kann sogar die Browser-Latenz, also den Zeitverzug, wie der Browser in sich Seiten und Grafiken lädt und aufbaut, kann man über JavaScript messen. Das ist individuell. Man kann potenziell Verschlüsselungen missbrauchen, um einen HSTS-Cookie zu setzen. Das wird bisher nur selten gemacht. Dann gibt es auch noch nicht browserbasiertes Fingerprinting. Das geht über einen TCP-IP-Stack. Der kann auch gefingerprintet werden, indem geguckt wird, was sind da für Ports offen, was ist das für ein Computer. Man kann den Clock-Skew auslesen. Das ist ziemlich mies, denn in jedem Computer ist ein kleiner Quarz drin. Also die Uhr auf eurem Computer, auch in den ganzen Smartphones. Das ist ein Quarzkristall, der schwingt. Und aufgrund von Fertigkeitsungenauigkeiten schwingt jeder Quarzkristall ein bisschen anders. Und es ist jetzt so, dass über das TCP-Protokoll wird einfach das Zeitsignal von unserer lokalen Uhr an die Server gesendet. Und der Server gleicht dann das Zeitsignal der ganzen Clients mit seiner eigenen Uhr ab. Und dann hat wirklich jeder Client eine eigene individuelle Gangabweichung und allein damit kann man schon gut auseinandergehalten werden. Da stehen weitere Links bei Heise und so weiter drin und dann das Finale ist Deep Packet Injection, das hat Verizon in den USA gemacht, Verizon ist da ein ISP, die haben den ganzen Smartphone-Kunden, also wirklich in den HTTP-Traffic zwischen Smartphone und Internetzugang einen individuellen Marker in den HTTP-Header eingefügt, den XUIDH-Header.
Da hatte jeder eine eindeutige Kennung und dann wurde halt das Browserverhalten direkt an die Werbeagentur weiterverkauft. Das ist deshalb mies, weil man wusste nichts davon. Das hat jemand zufällig nach 2 Jahren entdeckt. Der hat sich seinen Traffic angeguckt und gefragt, oh, was ist das denn da? Aha, ich werde überwacht. Und in dem Fall hat Verizon halt doppelt kassiert. Einmal von den Leuten, die für den Internetzugang zahlen, und das zweite Mal von den Werbeagenturen, die die Nutzerdaten kaufen. So, das ist das, was geht. Oh, und jetzt kann man Gegenmaßnahmen treffen. Da gehe ich jetzt nur kurz drüber. In den Gegenmaßnahmen, wie man den Firefox in der Basis einstellt, da habe ich gestern Nachmittag einen Workshop zugehalten. Die Folien stehen ebenfalls auf der CryptoParty-Seite, das kann sich dann jeder angucken. Ich habe andere Suchmaschinen gesetzt, ich habe den Browser umgestellt und das ist nicht viel Arbeit. Da ist man in einer halben Stunde durchgeklickt, wenn man das ein, zweimal gemacht hat. Dann muss man ein paar kleine Änderungen in der About-Config vornehmen, zum Beispiel in User-Agent, dass man da Eiswiesel rausschneidet, weil die Debian-Firefoxe haben einen sehr individuellen User-Agent, wo Eiswiesel dran steht. Und dann trifft man noch ein paar andere Maßnahmen und mir geht es jetzt hauptsächlich um die Ergebnisse. Dann habe ich noch Add-ons ausprobiert, HTTPS Everywhere, Privacy Badger und so weiter und so fort und die Standardlösungen wie Tor-Browser und Jontonym verglichen. Die kennen der ein oder andere vielleicht auch. Und dann noch ein neues Produkt im Unity Zone, wo man sich eine virtuelle Maschine mietet. So, und jetzt kommt auch schon Bernhard und erzählt, was die Immunity Zone ist. Dankeschön. Ja genau, also die Immunity Zone, da ist das Besondere daran, dass es wird virtuelle Maschinen verwendet, die irgendwie hostet sind. Und der Benutzer hat einen normalen Browser und surft zu per HTTPS immer zur selben Seite. Und die redirectet dann den eigentlichen Traffic weiter und das Interessante daran ist, dass die Cookies, der Cache, HTML5, Local Storage, alles nicht lokal auf dem eigenen Rechner ist, sondern am anderen. Und ja, ein Werbeblocker ist auch inkludiert. Genau, so, dann, das ist die virtuellen Maschinen sind relativ paranoid aufgesetzt, was ich weiß, also man kann auch für Details, das ist der Architekt und Geschäftsführer heute da, der Christian Römpf, den kann man fragen. Okay, also grundsätzlich sage ich mal, also das Produkt ist noch im Beta-Status, es ist empfehlenswert für Smartphone, Tablets, also besonders auf Geräte, wo man halt nicht allzu viele Möglichkeiten hat, irgendwelche Add-ons einzustellen und sonstige Sachen zu machen und auch gut für PCs ohne Adminrechte. Dankeschön. Weil für Netbanking ist das nicht so ideal, weil es prinzipbedingt etwas ja, ein Man-in-the-Middle-Ansatz ist. Das muss man halt sich bewusst sein. Von der Marke her gibt es zwei, also es wird aus zwei Sachen verkauft, Immunity Zone und Immune.org. Wir sprechen jetzt dann immer nur über die Immunity Zone. Das ist die gekaufte Variante, wo jeder Benutzer eine eigene virtuelle Maschine bekommt. Und es gibt auch Bestrebungen, dass das zum Runterladen für Clients kommt Zukunft. So, schauen wir. Genau, wie schaut das Ganze aus? Man sieht dann hier im Browser ist direkt, steht nur immune.org und oben dann hinten im Suffix die eigentliche Adresse, die man anschaut. Und das Interessante ist jetzt dann, dass man sich auf diesen Tab bei Facebook eingeloggt bleiben kann, seine sozialen Kontakte pflegt oder was man da sonst so macht. Und wenn man einen zweiten Tab aufmacht, wird es das Feature geben, dass man dann eine zweite virtuelle Maschine bekommt und das heißt dann Cookies und Tracking Pixel sind einfach nicht am selben Rechner und können dann nicht zusammengeführt werden. Genau. Jo, und jetzt gibt es dann die Privacy Machine, das ist ein Projekt, wo der Olaf und ich dran arbeiten. Gleich vorweg, es ist nur im Prototypenstatus und es ist etwas mehr Arbeit, als wir gedacht haben. Also wir könnten dringend Entwickler benötigen, falls wer Lust hat, uns zu unterstützen. Wie funktioniert es? Es funktioniert auch mit virtuellen Maschinen, die allerdings lokal gehostet sind. Und wo den Benutzer, der sieht immer nur ein Browserfenster. Also es sind verschiedene Tabs. Jeder Tab ist in Wirklichkeit eine virtuelle Maschine. Und diese virtuelle Maschine haben einen eindeutigen Fingerprint, einen eindeutigen sich ändernden Fingerprint. Und damit, und weil sie auch eine eigene IP-Adresse haben, sind sie für den Seitenbetreiber nicht mehr zusammenführbar auf eine Person.
den Fingerprint verändern wir, indem wir die Eigenschaften des Betriebssystems verändern. Also wir tun Schriften studieren, Bildschirmauflösung ändern. Und ja, der Vorteil ist halt, man kann halt Flash und das ganze fancy Zeugs drin laufen lassen, weil es nicht sein Rechner ist. Und die Verbindung funktioniert bei RTB-Protokoll zu dem Ding. Ja, da haben wir auch schon Zeit. Genau, so schaut es aus. Also unspektakulär, zwei Tabs, oben steht der Use Case. Unten sieht man eben den Firefox. Es ist eine Live-CD, eine Live-ISO, was wir automatisch deployen wegen den Updates. Also es ist gedacht, dass der Benutzer möglichst wenig von dem Ding sieht und es einfach nur benutzt. Ja. Okay. Und das war es auch schon wieder von meiner Seite. Wie gesagt, also falls wer Lust hat, uns zu unterstützen. Ja. Vielen Dank. Gut, und jetzt, wir haben jetzt gesehen, es gibt ein Problem, Internetüberwachung, es gibt mögliche Gegenmaßnahmen und mich hat es interessiert, was wirkt wie gut. Und jetzt muss ich mich beeilen, um die ganzen Ergebnisse durchzukriegen. Also im Prinzip habe ich ein Experiment gemacht, ich habe meinen Laptop genommen, da steht das Experiment mit den Versionsnummern. Ich habe meine Grundeinstellung gemacht, ich habe verschiedene Add-ons installiert und dann einfach mal geguckt, was passiert. Und es wurden verschiedene Varianten gemessen. Einmal im Firefox Original direkt nach der Installation 20 Seiten, diese 20 beliebtesten Seiten anklicken. Der Browser bleibt offen. Angeblich gibt es Leute, die diesen Browser nie schließen. Das ist eine wirklich schlechte Idee. Dann der Browser wird geschlossen und wieder geöffnet. Dann vier Varianten, das ist der mittlere Block, Homegrown, also das ist das, was man selber machen kann. Man modifiziert den Browser, man installiert sich ein Add-on und guckt mal, was passiert. Und dann gibt es ja schon vorfabrizierte Lösungen. Es gibt von Firefox the Private Window, da wird dann zumindest mal lokal nichts mehr gespeichert. Es gibt den Tor-Browser, es gibt den John Doe Fox und es gibt die Immunity Zone. Gut, und jetzt gucken wir uns die Ergebnisse an. Ich weiß, das ist völlig unübersichtlich und das guckt man sich auch am besten mal in Ruhe zu Hause an. Was ich grob gemacht habe, ich habe einfach mal geguckt, was passiert denn da? Es werden lokale Marker gespeichert, funktioniert das Löschen der lokalen Marker? Ich bin in Zeile 3, also funktioniert das Löschen von den lokalen Markern? Ja, nein. Was für Cookies werden gespeichert? Wie viele Drittpartei-Cookies? Was ist in meinem Cache los? Werden Flash-Cookies gesetzt? Was sagt Lightbeam über die Drittparteien? Wer führt alles JavaScript aus? Und was gibt mir Panoptiklick für eine Nutzergruppe aus? Also wie viele Leute mit demselben Fingerprint waren auf Panoptiklick? Panoptiklick ist ein Versuchsfingerprinter von der EFF, das ist auch alles verlinkt. Die nennen dir einfach den Fingerprint und wie einzigartig du in deren Nutzergruppe bist. Und welchen Fingerprint gibt MI-Unique aus? Panoptiklick, die laufen schon ein paar Jahre, die haben in den paar Jahren 5,3 Millionen Fingerprints gesammelt. MI-Unique läuft kürzer, die haben, ich glaube, in dem letzten Jahr haben die 71.000 Fingerprints gesammelt. Aber die Basis, das erhöht sich jeden Tag, weil immer mehr Leute ihre Fingerprints ausprobieren. Und jetzt mal ganz kurz die wichtigsten Ergebnisse rausheben. Der Standard Firefox, der ist datenschutzmäßig ganz, ganz schlecht. Also wirklich, das gilt aber nicht nur für Firefox, das gilt für jeden Browser. Jeder Browser, Internet Explorer, Chrome, Opera, Firefox, den man sich neu installiert und nichts macht, du wirst vom ersten Klick an komplett überwacht. Das sieht man hier. Es wurden 267 Cookies gesetzt, davon sehr viele Drittpartei-Cookies. Es wurden 2000 Elemente im Cache gespeichert. Das ganze Ding hat sich nur auf den 20 Seiten 46 Megabyte runtergeladen. Davon waren 243 Elemente kleiner 76 Byte. Das meiste davon sind dann wiederum diese Tracking-Pixel, weil es keinen Sinn macht, so Winz-Bilder zu schicken. Es würden 5 Porno-Videos auf meinen Computer runtergeladen. Es wurde ein Werbevideo runtergeladen. Lightbeam hat mir gesagt, ich habe 90 Drittparteien besucht. Die haben mich überwacht. So, und jetzt kommen wir zum JavaScript-Fingerprint. Okay, ich war auf 20 Erstparteien, wo Fingerprint ausgeführt wurde. Ja, genau. Vielen Dank. So, es wurden, ja, alles klar, es wurden 20 Mal wurde von der Seite, wo ich bin, JavaScript ausgeführt. Das muss ja auch so sein, damit die Seite richtig funktioniert. Auf den 20 Seiten haben 63 Drittparteien JavaScript ausgeführt. Ja.
Ich habe mir die Tabelle aus einem Skript abgeschrieben und das an den Excel nachgezählt. Und was jetzt wirklich spannend ist, von diesen 63 Drittparteien waren 20 auf mindestens zwei Seiten unterwegs. Also das ist Drittpartei-Fingerprinting für kommerzielle Überwachung. Und in dem Lightbeam-Bild, da fehlt eigentlich noch der Fingerprint-Eintrag, nur das kann man nur schwierig feststellen, weil man kann nicht immer den ganzen Traffic durchmessen und abschätzen, welche Daten die rausschicken. So, und hier sieht man bei Panoptiklik und Emma Unique war ich innerhalb der 5,3 Millionen oder 71.000 Fingerprints war ich einzigartig. Gut, das funktioniert schon mal nicht. Jetzt mache ich meinen Browser zu und wieder auf. Hat sich da irgendwas verbessert? Nein. Es sind immer noch 95 Drittpartei-Cookies da und die 5 Porno-Videos sind immer noch da. Also ich kann jedem empfehlen, zu Hause mal in seinen Cache reinzugucken. Das ist lustig. Gut, und jetzt fangen wir mit den ganzen Gegenmaßnahmen an. Ich gehe jetzt mal nur auf diese Einstellung Do Not Track 1. Und das funktioniert. Das ist eine Grundeinstellung im Firefox. Das ist das Add-on U-Block. Und das ist NoScript, was Drittpartei JavaScript blockiert. Man kann NoScript so einstellen, dass dritte Parteien kein JavaScript ausführen dürfen. Das hilft gegen diese Drittpartei-Fingerprinter. So, kurz gesagt, das funktioniert. Es wurden 83 Cookies gesetzt, aber nur noch von den Erstparteien. Und die wurden anschließend auch wieder gelöscht, weil ich alles lösche. Drittpartei gab es gar nicht. In meinem Cache war Ruhe, weil ich den Festplatten-Cache abgeschaltet habe. Es gab nur insgesamt 9 Elemente im Cache überhaupt und davon waren nur 2 Drittpartei-Elemente. Und das wird auch alles gelöscht, wenn ich meinen Browser zumache, laut Einstellung. Lightbeam hat mir nur noch gesagt, dich haben 11 Drittparteien überwacht und nicht mehr 90. JavaScript wurde nur von 20 Erstparteien ausgeführt, die Seiten, wo ich war. Man musste 5-mal Drittparteien freischalten, zum Beispiel muss man auf live.com gfx.ms für JavaScript freischalten, damit die Seite funktioniert. Aber das ist alles erträglich, das ist ein Klick und dann geht das. Und vor allem gab es 0 Drittpartei-Fingerprinter. Für die Fingerprinter selbst auf der Erstpartei, die JavaScript ausführen, bin ich natürlich immer noch einzigartig, weil die Erstpartei, die Seite, wo ich bin, dürfen JavaScripten. Aber alle Drittparteien nicht mehr, die sehen nichts mehr. Gut. Einstellung 2 und 3, Privacy Badger und Request Policy Standard hat nicht ganz so gut funktioniert, also im Vergleich zu ohne Maßnahmen hat das wirklich gut funktioniert, aber es sind mehr Drittparteien zugekommen. Privacy Badger hat keine vorgefertigten Blockerlisten wie U-Block, also U-Block unterbindet einfach die Kontaktaufnahme mit Werbefirmen und Privacy Badger, die haben so eine Heuristik da drin, die das selber erkennen, funktioniert auch, nur nicht ganz so gut wie U-Block. So, dann gibt es hier Do Not Track 4. Wir nennen das unsere Masochisten-Einstellung. Warum, da komme ich gleich zu. Man muss nämlich händisch alles freischalten. Man muss händisch Cookies, einzelne Requests und JavaScript für die Erstpartei freischalten. Da ist einfach alles abgesägt, was geht. Nur das Problem ist, die Seiten funktionieren nicht mehr richtig. Aber es funktioniert auch. Man wurde nämlich nur noch von 8 Drittparteien insgesamt besucht und nicht mehr von 11 im Vergleich zu U-Block. Und was jetzt sehr wichtig ist, man ist auch nicht mehr fingerprintbar. Man hat eine Nutzergruppe von 2430 auf Panoptiklik, weil der Fingerprint nicht mehr einzigartig ist, weil ich JavaScript auch für Erstparteien blockiere. Wie ich darauf komme später. Und dann noch die ganzen vorgefertigten Lösungen. Private Window von Mozilla Firefox funktioniert auch nicht besonders gut. Der löscht zwar die ganzen Marker, aber ich bin immer noch voll fingerprintbar, weil JavaScript ausgeführt wird. Der Tor-Browser im Originalzustand mit JavaScript funktioniert im Großen und Ganzen, also funktioniert gut. Nur mit aktiviertem JavaScript wird die Fenstergröße als Bildschirmauflösung rausgeschickt. Das heißt, da wird dann zumindest über JavaScript die Fenstergröße von meinem Tor-Browser übermittelt. Das ist aber auch schon das Einzige, was man überhaupt fingerprinten kann. Der Tor-Browser ohne JavaScript, der ist super, da hat man eine Nutzergruppe von 10.500 bei Panoptiklik und 435 bei Emma Unique, weil sehr viele Leute mit Tor-Browser ohne JavaScript unterwegs sind. Der John Doe Fox, das ist von dem John Doe-Projekt, funktioniert ebenfalls gut. Es wird nur wenig gespeichert und beim Schließen wieder gelöscht. Und man hat auch eine Nutzergruppe von 2.430, weil sowohl meine Do Not Track 4-Einstellung, auch die John Doe-Einstellung, den gleichen Fingerprint haben, von Firefox 31 Extended Support Release. Die Immunity Zone funktioniert auch wirklich gut, da kann man nicht meckern.
weil halt die ganze Tracking- und Fingerprinting-Sache in der virtuellen Maschine, die in der Schweiz steht, abgefangen wird und ich wirklich nur noch den Bildinhalt und einige wenige Cache-Elemente bekomme. Also es werden Cache-Elemente geladen, aber die werden auch nach dem Schließen des Browsers alle wieder gelöscht. So, und man schickt auch keinen Fingerprint raus, weil die Server halt nur den Fingerprint von dem vorgefertigten Browser von der Immunity Zone sehen. Gut. Soweit zu den Messergebnissen. Oder ein kleiner Auszug daraus. So, weil ich noch eine zweite unübersichtliche Tabelle bringen wollte. Ja. Ja. Was sagt die Aufsicht? Okay. Ich habe einen Fingerprint ermittelt und Firefox 31 hat die höchste Nutzergruppe. Und jetzt haben wir das geratet. Was jetzt interessant ist, ich gehe jetzt nur mal für, wir haben verschiedene Überwachungsszenarien, kommerzielles Tracking 1 bis 3, Geheimdienste 1 bis 3. Hier sieht man die einzelnen Schulnoten, Schulnotensystem 6 bis 1. Und das ist jetzt im Prinzip das Endergebnis. Nur gegen kommerzielles Tracking, Standard-Tracking. Auf der X-Achse Benutzerkomfort. 6 und 5 ist durchgefallen, ganz schlecht. Auf der Y-Achse Sicherheit gegen Tracking. 6 ist ganz schlecht, 1 ist super. Und jetzt sieht man hier die Standardbrowser, die sind alle komfortabel zu bedienen. Alles blinkt und leuchtet. Aber die sind wirklich ganz schlecht beim Datenschutz. Man wird sofort voll überwacht. Dann unsere Selbstbaulösung Do Not Track, einfach Modifikation vom Firefox mit ein paar Add-ons, funktioniert auch gut. Also der Tracking-Schutz ist wirklich gut, wenn man über ein VPN fährt, sogar noch höher. Und die ganzen vorgefertigten Lösungen, dies ist eine glatte 1. Also da kann man nicht mehr überwacht werden. Das ist jetzt nur kommerzielles Tracking-Basis. Allerdings die Benutzerfreundlichkeit unterscheidet sich. Mit dem Standard-Firefox, der modifiziert wurde, und mit der Immunity-Zone, das ist alles in Ordnung, da kann man mitarbeiten. Der Tor-Browser ohne JavaScript, der ist ein bisschen schlechter, deshalb kriegt er die Note 4. Der Tor-Browser ohne JavaScript, der John Doe Fox ohne JavaScript und meine Eigenbaulösung, die sind wirklich ganz schlecht in der Benutzerfreundlichkeit, weil nur noch die Hälfte der Seiten funktioniert. Jo, und jetzt am Schluss die Zusammenfassung. Also unmodifizierte Browser, da wird man wirklich vom ersten Klick an voll überwacht. Das sollte man wenigstens wissen. Wirksame Gegenmaßnahmen sind möglich mit eigenen Modifikationen. Das, was ich hier vorgestellt habe, dieses Do Not Track 1, das ist wirklich ein guter und auch bestätigter wirksamer Kompromiss. Also man kann normal mit dem Browser arbeiten und wird deutlich weniger überwacht. Das, was man selber machen kann, diese 4 Einstellungen, dass man alles blockiert, das ist total sicher. Da können auch die Geheimdienste nicht mehr viel machen. Nur es ist echt so eine Masochisteneinstellung, weil man alles händisch freigeben muss. Effektive und wirksame Standardlösungen, die gibt es bereits. Der Tor-Browser, John Donym und die Immunity-Zone, wo da bitte immer das HTTPS-Zertifikat händisch auf den Fingerprint prüfen, weil da ist es schon echt zu Fällen gekommen, wo im Tor-Netzwerk ein Man in the Middle unterwegs war. Zukünftige, sichere und komfortable Gegenmaßnahmen werden gerade hergestellt, zum Beispiel die Privacy Machine. Ja, und letztendlich gilt, dass jeder seinen eigenen Kompromiss zwischen Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit finden muss. Und da kann man sich dann nochmal in Ruhe das Rating anschauen und dann einfach das raussuchen, was einem gefällt. Jo, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und ich glaube, es sind noch Fragen vorgesehen, ne? Wird denn beim Schließen des Browsers der Cache und die Cookies und der ganze Kram gelöscht? Das ist gut. Also es sollte, also man, je nachdem, du bist dann halt während einer Browsersitzung mit Tracking, Pixels und Cookies überwachbar, aber wenn du dann den Browser zu und wieder aufmachst und alles lokal gelöscht wird, dann sind die weg. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem Fingerprint aussieht. Ja? Ja, genau. Also bei Netbanking geht die Bank davon aus, dass sie mit dir alleine redet und du nur alleine das Passwort gibst. Nicht? Und prinzipbedingt geht die Verbindung einmal zur Immunity Zone, dort wird sie aufgemacht, neu gerendert und zu dir
geschickt, nicht? Also, was soll ich sagen? Also, es ist halt nicht mehr die originale Verschlüsselung von der Bank. Das werden die Banken was dagegen haben. Das ist der Grund. Also, nein, also es ist auch ein Tor-Ding, also grundsätzlich bei dem nicht, was ich weiß. Gibt es auch eine Anbindung an Tor, aber was nicht, Krishna, möchtest du was sagen dazu? Nicht. Es geht jetzt nur um Web. Hm? Es geht um einen Internet, um einen Service-Dienstleister von der Schweiz. VPN ohne Browser-Verbindung. Ja, das Problem ist aber auch bei VPN. Also die Frage war, dass die Daten bei dem Anonymitätsdienstleister anfallen. Ja, das ist richtig. Da muss man halt dem Betreiber der Immunity-Zone glauben, dass er Geld von deinen Beiträgen verdient und nicht durch Datenverkauf. Das Problem hast du aber auch, wenn du kommerziellen VPN oder den John Doe-Service kaufst, weil der VPN-Betreiber, das ist, wäre ideal, um mich zu überwachen oder meine Passwörter über Man in the Middle abzugreifen. Nur beim VPN siehst du das halt nicht, weil alles wie gewohnt funktioniert. Bei der Immunity-Zone ist sogar der Vorteil, dass man wirklich sieht, aha, da ist jemand dazwischen. Da wird man sogar noch darauf hingewiesen. Ja, genau. Kurz zu den Adblockern. Das funktioniert nach dem Prinzip Blacklisting. Es gibt auf der ganzen Welt Freiwillige, die Listen von Tracking-Domains führen. Und das, Moment, wo bin ich? U-Block, das ist der Nachfolger von Adblock, pardon. U-Block ist der Nachfolger von Adblock Edge. Also Adblock Plus wird von einer Firma hergestellt und diese Firma bekommt wiederum Geld von der Werbeindustrie, um nicht geblockt zu werden. Das heißt, die haben eine Whitelist von erlaubtem Tracking in der Blacklist. Das hat Adblock Edge untersagt und Adblock Edge ist standardmäßig ohne Tracking-Firmen, ohne Überwachung. Nur das wird jetzt im Juni eingestellt und U-Block, das ist der Nachfolger von Adblock Edge. Und deshalb habe ich das hier hergenommen und gleich ausprobiert und es funktioniert. Nee, genau die wollen wir ja nicht haben, weil Acceptable Ads ist genau das. Da sind wirklich Google, Facebook und alle Kollegen hingegangen und haben der Firma von Adblock Plus Geld gezahlt, um halt nicht geblockt zu werden und weiter Pixels und Cookies und Zeug einspielen zu können. Ja? Das Ganze ist ein mehrstufiger Prozess. Die technischen Überwacher sammeln die Fingerprints und geben das an die Agenturen weiter, die dafür bezahlen. Die Agenturen geben das an die Datenhändler weiter und irgendwo wird das dann zu einem Personenprofil vermischt. Und der Arbeitgeber, der kann dann eine separate Screening-Agentur beauftragen, möglichst viel über den Kandidaten rauszufinden. Und inwieweit die jetzt auf die Personenprofile zugreifen können, das weiß ich selber nicht. Man sollte aber zur Vorsicht davon ausgehen, dass es irgendwie funktioniert. Ja, noch eine Frage? Der VPN, die Frage war, inwieweit ein VPN-Service gegen Webtracking hilft. Der VPN dient nur dazu, die IP-Adresse zu verschleiern, mehr nicht. Mehr macht er nicht. Alles, was mit Browser und sonst zu tun hat, da hilft er nichts gegen. Der ist nur gegen IP. Ja? Daten löschen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Man kann aber Dateneinsicht beantragen. Axiom und die deutschen Datenhändler, die haben schon so ein Serviceportal, wo man den eigenen Datensatz abfragen kann. Und die sind nach amerikanischem, europäischen, österreichischen und deutschen Gesetz, die sind dazu verpflichtet, die Auskunft zu geben. Die müssen das machen. Und so könnte man denen das Geschäft versauen, indem zum Beispiel jeder einmal im Jahr so eine Abfrage stellt. Dann haben die so hohe Personalkosten, um die Abfragen zu beantworten, dass sie weniger überwachen können. Ja, das ist kostenpflichtig. John Donym funktioniert ähnlich wie Tor. Also du gehst zu einem Knoten, der erste Knoten geht zum Mittelknoten und der geht dann zum Endknoten, dann gehst du raus ins Netz. Sind es drei oder zwei Knoten? Ich weiß es selber nicht. Genau, wir sind auch gleich fertig. Es sind nur viel weniger Knoten.
Das Funktionsprinzip ist ähnlich wie Tor, es sind weniger Knoten und um eine gescheite Bandbreite zu haben, muss man jährlich 50 bis 100 Euro zahlen oder sich so ein 5 Gigabyte Paket für 30 Euro kaufen. Ja, ich glaube, eine Frage passt noch. Nicht? Gut, dann nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die ganzen Folien, alles, was ich jetzt aus Zeitgründen überspringen musste, steht zum selber Nachlösen auf cryptoparty.at. Rückmeldungen per E-Mail, ja, wir stehen für Fragen zur Verfügung und treffen uns das nächste Mal am ersten Montag im Mai im Spektral, abends um 19 Uhr. Und da kann man dann weitere Fragen zum Webtracking stellen. Das Internet so.